So, jetzt haben wir drei Wachen im Anhang und gleich kommen noch welche dazu, wenn ich das mal so richtig mutmaßen darf. Und dann bin ich mal gespannt, wozu wir so viele Wachen brauchen. Scharfrichterhügel, aber Richter, Mann! Offenbar bringen sie ihn ins Gefängnis! Na los, ihr ist zu spät, ich... Meine Frau macht heute Fleischpastete. Oh, lecker! Ich will auch. Die Frage ist aber, wo geht's denn jetzt lang? Müssen wir jetzt... Hier ist irgendeine Tür, die nicht aufgeht. Oder haben wir die schon aufgemacht? Ich weiß das schon wieder alles gar nicht mehr. Das ist ja schon so lange her. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn da hinten lang, bitteschön? Ach, erstmal hier lang. Sollte ich diese Woche angeln gehen? So, hier kommen wir ja zum Gefängnis, wenn ich mich recht entsinne. Jawohl. Und mal gucken, ob es da jetzt weitergeht. Schauen wir mal. Schnell, Sie haben das Boot fast erreicht. Euch läuft die Zeit davon. Zwei Pinguine, na super. Los, hier schnappen Sie uns. Ich gebe euch Rückendeckung. Ich gebe euch Rückendeckung. Ich gebe euch Rückendeckung. Ich ja. Folge. Dann gebt doch mal Rückendeckung, statt ihr da unten zu prahlen, wie ihr Rückendeckung gebt. Los, wir schnappen sie uns. Los, wir schnappen sie uns. Auf die Schnauze, mein Freund. Und da kommt der nächste gleich angelaufen. Boah, ich sehe hier gar nichts mehr vor lauter Viechern. Ich gebe euch Rückendeckung. Ich folge euch nach. Bam! Und die Schwerter hängen da einfach rum und chillen so ein bisschen ab, während wir hier die Kämpfe erledigen oder was? Mann, sind die ätzend. Ich gebe euch Rückendeckung. Los, wir schnappen sie uns! Mich würde mal interessieren, ob da hinten noch einer ist gerade, aber ich kann nicht gucken. Ich folge euch nach. So, war's das? Ja, das war's. So, Moment, ich will mal ganz kurz eine Übersicht... Ja, kann ich vergessen. Gibt's nicht, soweit kann ich nicht gucken. Also würde ich mal sagen, wir haben noch 3 Minuten 15 haben wir noch. Dann wollen wir mal gucken, das war die 3 Minuten... Wir schnappen sie uns! Wollte der Penner hier neue rufen, nehme ich mal an. Ich gebe euch Rückendeckung. Ach nee, da macht er so Feuerbälle und so, aber jetzt kriegt er erstmal einen Feuerball in den Arsch. Ich folge. Ich gebe euch Rückendeckung. Ach Mist. Ich gebe euch Rückendeckung. Ich gebe euch Rückendeckung. Ich gebe euch Rückendeckung. Ich feige, müsste das heißen. Ach du Scheiße. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir den Berserker ein bisschen behalten können. Ich folge. Oh, vor allen Dingen... Ah, die alten Penner, die machen ja... Ja, jetzt lauf doch mal, jetzt... Ich gebe euch Rückendeckung. Ihr gebt mir einen Scheiß von wegen Rückendeckung. Wir schnappen sie uns. Ja, Opa, ich weiß es doch.
Also so wie diese Wachen kämpfen, ne? Da wird das böse Durchspielen echt super langweilig. Alter Schwede. So, mal ganz kurz meine Hand wieder ein bisschen beruhigen hier von lauter Klicken. Und da stehen immer noch zwei. Naja, dann wollen wir nochmal einen süppeln hier. Da noch einen. Und dann würde ich mal sagen, ab dafür. Geronimo! Ich gebe euch Rückendeckung. Ich folge. Boah. Ihr habt mich gerettet. Aber ohne euch wäre ich immer noch sicher in meiner Höhle. Ja, ja, ich kenne den Weg ins Bargate-Gefängnis. Ich weiß doch alles, oder? Darum bin ich so gut wie tot, wenn sie mich wiederfinden. Aber egal, es gibt einen alten Weg ins Gefängnis auf dem Friedhof von Litchfield. Wurde seit Jahrhunderten nicht mehr geöffnet. Wie das geht, müsst ihr selbst herausfinden. Ich bleib jedenfalls nicht hier. Ich kenne da ein paar gute Verstecke. Okay. So, Quest abgeschlossen. Und jetzt haben wir hier einen wunderschönen Lakaienhelm. Oder was ist das? Muss ich gleich mal gucken. Rett den Archäologen. Lakaienhelm. Gildenbelohnung 7000 Gold plus 490. Bekanntheit 1500 plus 500. Eine neue Questkarte wartet auf uns. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Tü-tü-tü. Eine neue Questkarte wartet in der Gilde auf euch. Tü-tü-tü. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Tü-tü-tü. Eine neue Questkarte wartet auf euch. Tü-tü-tü. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Mann, der Opa. Stell dich mir mal vor, wie mit der Flöte da irgendwo rumhängt bei seinem Gedankenübertragometer. Und dann immer diese Flöten vollgespielt. Tü-tü-tü. Oh, und da wartet Böses auf uns. Wenn es die Toten sind, dann fahre ich ja manuell weiter. Hallo, wo ist denn hier? Ist doch mal... Ach! Das macht mich nervös. Ich hau dir auf die Schnauze. Mit der Faust werde ich dich verdreschen, du Penner. Mit dieser Wunde ist nicht zum Spaß. Da drüben ist er! Ja, alten Lutscher! So, die holen wir uns mal, würde ich sagen. Ach, ich bin ja auch doof. Na gut, holen wir uns den mal so. Und den würde ich sagen, da haben wir uns doch extra die Dingens geholt. Schön die Eier wegschießen. Ich werde euch nicht verschonen. Ich euch auch nicht. Ach Mensch, da ist noch einer. Zu mir, meine Kühnchen. So, nur nicht den Kopf verlieren. Oh. Nur nicht beiseite gehen, du Penner. Und jetzt nochmal schön der Leiche in den Sack pfeffern. Weil sie es verdient hat. So, jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken. Was ist denn da oben los eigentlich? Da waren wir ja noch gar nicht bei diesem komischen Henkershügel, ne? Scharfrichterhügel. Dann gehen wir da mal hin. Vielleicht, finden wir ein paar Schafe zum Richten. Oder Wolle vielleicht. Dann können wir uns den Wolkenpalast so bauen. Wäre doch auch schön. Aha. Ach, Litchfield-Friedhof. Hier ist das direkt. Gucke ich hier vorne mal, was ist hier mit... Ach, das ist ja schön. Ja, tolle Art zu sterben. So, dann gehen wir mal auf den Litchfield-Friedhof. Und gucken mal, was es da so auf sich hat mit den Gräbern. Vielleicht können wir uns da was Schönes ausgräben.
Hab ja... Ach, Spiel wird schon wieder gespeichert. Meine Fresse. Questbeginn? Wieso Questbeginn? Ich hab doch gar keine angenommen. Der Friedhofsfahrt, das ist die Hauptquest, die jetzt weitergeht. Aber ich wollte das doch gar nicht. Ich hab die Questkarte in der Gilde doch gar nicht angenommen. Sprecht mit dem Totengräber. Tja, hm. Vorsicht, Feinde im Übermaß. Da hinten laufen Leute rum, oder was ist das? Hallo? Warum hängt ihr hier auf dem Friedhof rum, ihr Satansjünger? Nein, ich möchte hier schon bleiben, aber ich würde gerne mal wissen, warum hier Leute rumhängen und... was es hier so auf... sich hat. Ihr habt einen ganzen Satz. Das muss doch ein Vermögen wert sein. Ja, ich hab die Krypta aufgeknackt und da lag das Zeugs einfach so rum. Ihr solltet es besser verstecken, damit es niemand stiehlt. Keine Sorge. Hab's überall auf dem Gelände verteilt. Das findet niemand. Nicht mal die Untoten, die überall rumkrauchen. Das Einzige, was ich nicht mehr verstecken konnte, bevor sie kam, war der Helm. Momentan ist alles in Ordnung und ich halte die Tore verschlossen, bis ich alles verscherbeln kann. Psst, was war das? Draußen ist doch jemand. Ich verschwinde lieber. Raus aus meinem Haus, verdammter Bauernlümmel! Ja, Mo. Alles klar, ich gehe ja schon. Ich wollte nur einen Platz zum Schlafen. So, so, da hat offensichtlich jemand eine schöne Rüstung versteckt. Ja, da gucke ich natürlich erstmal in die Kiste. Was haben wir denn da? Mal wieder arglose Leute beklauen hier. Ein Spaten. Na, so ein Zufall. Auf dem Friedhof einen Spaten zu finden, wo Rüstungsteile versteckt liegen. Guten Tag. Ah, hallo. Unterwegs im Auftrag der Gilde? Natürlich, natürlich, natürlich. Ihr wollt wohl durch die Tore des alten Königreichs. Tja, die sind seit Generationen nicht mehr geöffnet worden. Ah, doof. Nur Nostro, der Torwächter, soll sie öffnen können. Nostrodamus. Der alte Nostro ist aber vor ein paar hundert Jahren abgekratzt. Und da hat er sein Geheimnis mit ins Grab genommen. Schätze, ihr wollt auf den Friedhof? Na, dann gehen wir mal. Alles klar. Auf geht's. Das war jetzt aber ein bisschen zu leicht. Nostros Krypta liegt am anderen Ende des Friedhofs, jenseits des Flusses, oben auf dem Hügel. Ich will den gar nicht... Na, ich muss den wahrscheinlich mitnehmen. Seht, die Untoten erheben sich wieder. Ich hab euch gewarnt. Ja, die legen sich auch gleich wieder hin. So, ich setze mich jetzt mal anders hin und jetzt... Ja, ist ja gut. So, Grabsteine lesen, würde ich mal sagen, ne? Oder machen wir es hinterher? Auf dem Grab steht, hier liegt Brom. Er verlor seine Familie und sein Leben durch Räuber. Und Gendarm. Auf dem Grab steht, hier liegt Kenneth Nin. Kann jetzt für Kinderpartys gebucht werden. Auf dem Grab steht, jetzt kratzt du am Sargdeckel. So rächen wir uns für das, was du uns angetan hast. Was du uns angetan hast. Was du uns angetan hast. Da steht, Dankeschön und auf Wiedersehen. Da steht, John und Sarah Miller, unzertrennlich vor ihrem Unfall und mehr noch danach. Das ist aber gemein. Da steht, K. Meller, Atheist, reisefertig, aber nichts gebucht. Da steht, K. Meller, der hat offensichtlich ein sehr großes Grab. Da steht Lumpi, ein guter Freund und lieber Hund, nur rannte er nass im Gewitter rund. Was? Und Lumpi war doch der vom kleinen Vampir, der Bruder, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Da steht für Onkel Karl Kinby, du bist uns doch was schuldig.